Hallöchen, Leute! Mein Gott, ist das nervig. Ich kann mir vorstellen, das war nervig für euch. Aber seht's positiv. Ja, das war das Positive. Ja, keine Ahnung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, weil da ein Sinn dahinter gestanden ist, tun bei diesem Geheule, Gewieher. Ich hab das jetzt endlich nachgeholt. Und mal schauen. Mehr Elan! Elan sind doch die Währung. Sind doch die Währung, Fragezeichen. Okay, okay. Hurricane Hammer. Ist das eine... What? Das ist wahrscheinlich... Okay, mal schauen. Ja, ja, ich möchte zurück. Mal schauen. Mal schauen. Ach ja. Und endlich. Endlich. Wo bist du? 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 Nicht du. Nicht du. Da. Du da, Flurry. Endlich. Ich glaube, das war sogar heute. Also heute für euch, glaube ich, vorgestern. Beziehungsweise am Tag, als Dingsbums rausgekommen ist. Als der letzte Part rausgekommen ist. Ja. Da habe ich mal kurz angezockt. Nach 3 Spielen habe ich es endlich bekommen. Nach nur 3 Spielen. Und ja. Und das kann ich jetzt auch ansprechen. Da seht ihr. Ein bisschen eng wird es da jetzt schon. Die letzte Reservebank-Dings. Ach ja. Ach ja. Das Moritzlein möchte ja wieder neue Spieler haben. Du da zum Beispiel. Naja. Das ist eben ein bisschen nervig an diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das negativ oder positiv sehen soll. Es ist einfach ein Krampf. Es ist einfach ein Krampf, Spieler anzuwerben. Weil das habe ich ja meistens, das habe ich ja einmal oder zweimal schon angesprochen. Meistens ist es so wie da. Jetzt lassen wir mal die Items oder sowas außen vor. Ich will Spieler bla anwerben. Der braucht aber wiederum 3 andere Spieler zum Anwerben. Die wiederum, alle 3 Spieler, die brauchen auch wieder 1-2 Spieler und davon wieder 1 Spieler. Und das... Und dann am Ende, jetzt alles, was ich da jetzt habe, als Kitterkärtchen, die kann ich nicht mehr weiter sammeln oder irgendwie sowas, weil da Grant brauchen wir noch. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da! Belohnung über Sieg, SC Antiqua Gedöns, Vladimirs Ultra-Turnier. Ja, das ist bei jedem so. Irgendwo ist er mal Schluss und ich brauche ein Item, das ich erst in einen Turnierdamm kriegen kann. Was ist mit dir? Da auch. Windhose bekomme ich auch erst in einem Turnier. Sunny, wer ist denn das? Ist der? Keine Ahnung. Da ist der. Und da Glockner, der Cocker. Cocker! Da brauche ich auch diesen Handschuh, schon wieder Handschuh, um ihn anzuwerben. Ja, so schaut's aus. Naja, ja, keine Ahnung. Das hat jetzt sicher voll gepasst. Naja, was wollte ich hier machen? Du da, Julia. Natürlich gegen die anderen 2 auch antreten, aber da, das kann ich mir auch noch ansehen. Gelöbnis, Gelöbnis-Amulett. Ich weiß jetzt nicht. Hat das was mit Abwehr zu tun? Mal nachsehen. Ich wollte eh nachsehen, was das für eine Spezialtechnik ist. Schauen wir einfach mal bei dir, Luftikus. Okay, Hammer irgendwas. Nicht im Dialekt, also dass wir irgendetwas haben, sondern Hammer irgendwas. Wie heißt denn? Hammer, Hammer, Sonnenstrahler haben wir auch seit wann? Und was ist das eigentlich? Naja, egal. Hammer irgendwas, wo bist du? Hurricane, ah, da, Hurricane Hammer, 70. Sollen wir das jemandem beibringen? Nee, jetzt nicht. Okay, einfach drauf losballern, hammern. Und ich schaue, dass ich heute den unteren Strang fertig mache. Hoffentlich mit 5 zu 0 oder S-Rang zumindest. Aber das glaube ich nicht, weil die letzten 2 Gegner, die waren doch fordernd. Und da muss ich mir doch etwas anderes überlegen. Aber jetzt kommt Chaos dran. Team Chaos. Und ich weiß, da bekomme ich ein Item, um endlich Sneo anzuwerben. Ja, komm schon. Team B. Da habe ich auch ein bisschen umgestellt, aber nur 1-2 Stellen so aus eingewechselt. Und naja. Mal schauen. Hier seht ihr unser Team.
dass etwas Abwechslung drin ist. Oh nein, ja, spiel du mich auch. Du mich auch, ja, zwei, drei Spieler brauche ich von da. Beziehungsweise möchte ich haben die zwei da oben, die möchte Moritz haben, also den Tor. Und Gazelle. Und diesen Trend, den brauche ich, glaube ich, für... Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber wir können... was war das? Keine Ahnung. Aber... Ja, seht euch die Werte an, die sind gar nicht mal so gut. Naja, trägt seine Maske, damit niemand seine dunklen Pläne erahnt. Naja, manche Leute mögen ja lächeln draußen, aber ganz ehrlich gesagt, na, dich habe ich schon mal gesehen. Das sind generell die Spieler. Die habe ich schon die Hälfte angeworben. Ach ja, das kann ich auch ansprechen. Gut. Während ich da einfach durchgehe. Ich lese jetzt nicht alles durch. Wenigstens muss man die Spieler, die man zum Anwerben eines bestimmten Spielers braucht, nicht im Team haben. Muss man nur einmal angeworben haben. Ist egal, ob man dann... Dingsbombs. Ob man dann diesen dann wieder freilässt, so gesehen. Wenn man es mit Pokémon vergleicht, reicht es nur, wenn man mal gefangen hat und den Pokédex-Eintrag so gesehen hat. Von diesem Viech. Und mehr nicht. Also, nehmen dir die keinen Platz weg oder sowas. Das ist wenigstens gut, dass man die nicht im Team haben muss. Und ja, mal schauen, wie wir uns schlagen. Schlagen, Gewalt ist keine Lösung, meine Jinder-Kinder. Ich sehe schon wieder. Ist doch wieder herumgeplapper gewesen am Anfang. Und, nee, komm schon. Wer hat da einen Kampfgeist? Du da? Bauer schon wieder. Der Bauer. Dieser Standardgedöns. Bla. Ich hätte das andere. Dieser Ballistobomber-Gedöns. Also die andere Attacke von unserem Michael Ballack. Balzack. Kaiser-Gedöns. Das ist auch so ein Flugfinale-Gedöns. Das habe ich schon mal gesehen. Und ja. Ja, gut gemacht. Yay, so kann es weitergehen. Dann kriegen wir einen Goldrang der Goldigkeit. Zufall, bildet euch nicht darauf ein. Genau in dieser Sprache der Sprachigkeit hat er es gesagt. Jojon, los, dein Kampfgeist. Mach sie fertig. Ja, Pegasus, mach sie alle. Ach ja, ich bin beim Anime. Der Anime ist toll. Ich bin beim Anime gerade... vor Match gegen das Soulchen. Ja. Gegen das Soulchen. Und da bin ich wirklich interessiert daran, wie das denn ausgehen wird. Besonders, weil das im Opening irgendwie so geil ausschaut. Also, was man da so sieht. Komm schon, Erwin, das ist deiner. Das ist deiner, mach ihn fertig! Und ja. Es gibt, glaube ich, vier Openings, also Go, der Anime Go. Und ist da jemand drin? Jawohl, so muss Fußball. Jetzt hätte ich fast eine Werbung gemacht. Ja, wo war ich denn schon wieder? Ja, vier Openings und das dritte Opening ist von Licht, also wird wahrscheinlich das... Das dritte Opening ist von Licht, also wird das andere Dingsbums sein. Dingsbums sein, da. Von Schatten. Es ist nicht genau das gleiche Opening. Naja, in Japanisch zu meinen. Aber von der Melodie ist die gleiche hier, aber jetzt nicht vom Visuellen. Da ist natürlich was anderes. Und ja. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Irgendetwas? Naja, wie gesagt, Anime ist toll, bla bla bla. Erwin, greif an, alle sind glücklich. Das ist ein tolles Rätsel. Was wollte ich sagen? Naja. Du hast aber viel Punkte verloren, das. Beim nächsten Zweikampf könntest du sogar K.O. gehen, so gesehen.
oder sowas verlieren und jetzt K.O. gehen. Also du wirst untergehen. Doch nicht. Aber ja, irgendwann wirst du untergehen. Warum? Nee, der ist klug gewesen, dieser Typ da oben. Ich wollte eigentlich dahin passen und mit der Hoffnung, er kommt zu mir gelaufen und dann ist die Amy halt frei. Und dann sind alle glücklich. Was habe ich mit meinem glücklich? Warum bin ich so fröhlich? Keine Ahnung. Los, knall ihn rein mit deinem Hitzkopf. Hitzkopfball habe ich ihr gegeben, weil sie hat doch einen Hitzkopf. Habe ich einfach so lol gefunden. Und was kann ich... Irgendwas wollte ich noch ansprechen. Irgendwas Wichtiges. Naja, ich kann ansprechen, dass ich wegen einem Anime doch ein bisschen gespoilert wurde, was passiert, wenn man Licht mit Schatten verbindet. Da kommt ja noch was. Das kann ich jetzt auch noch ansprechen. Und da draußen ist wieder jemand. Habe ich es nicht gesagt? Ich habe es meiner Mutter gesagt. Vorher noch. Vor ein paar Minuten. Sagen wir vor einer halben Stunde. Dass... Sie soll jetzt nicht anfangen aufzuräumen oder irgend sowas da vor meiner Tür. Weil das macht sie gerne. So unbewusst. Aber was heißt unbewusst? Aber das kommt immer wieder vor, wenn ich bereit bin mit dem Voll der Rülpser. Ich musste jetzt so schreien. Vielleicht schrei ich auch den Schrei. Vielleicht tue ich das jetzt einfach auch raus. Schrei, dass ihr euch nicht so erschrecken tut. Ja, ich habe gerade gerülpst und das werde ich dann wahrscheinlich rauscutten. Naja, und das kommt halt öfters vor, dass... Ja, was heißt das schön? Du hast einen Ball verloren. Naja, das kommt halt öfters vor, dass sie dann irgendwas anfängt herumzuräumen da draußen, obwohl ich das nicht mag. Genau dann, wenn ich da... anfangen möchte jetzt aufzunehmen. Und da habe ich ihr heute noch vor ein paar Minuten gesagt, ja, heute, nee. Und sie hat gesagt, nee. Ich bin eh so müde, also werde ich wahrscheinlich nichts machen. Und dann habe ich ihr gesagt, das wird wahrscheinlich irgend so ein Fluch sein und sie springt auf, wenn ich anfange, irgendwas zu machen, irgendwas aufzunehmen. Sie springt regelrecht auf vom Sofa und rennt rein und tut irgendwas. Und ja. Das ist anscheinend der Fall jetzt. Ho. Ja, so sieht's aus. Ich bin ein Hellseher und der Fluch der Fluchigkeiten, das steht an. Ja. So, mal schauen. Du nimm ihn den Ball ab, aber schnell. Nee. Ich wollte darüber wischen. Wir hatten jetzt einen Kampfgeist-Gedöns. Was habt ihr eigentlich für Kampfgeister? Naja. Nee, und ich wollte dich. Okay, Erwin. Los, nimm ihn den Ball ab. Entweder unentschieden oder... Also beide gehen drauf oder nur so Tour. Oder so. Oder so. Naja. Die nerven jetzt nicht mehr. Komm schon. Jawohl, da seht ihr das. Ballistenbomber-Gedöns. Naja. Ja, das kann ich ansprechen. Es passiert ja noch etwas. Ja, abglocken. Dunstwirbel, abgeschwächt. Hat der Tormann noch... Ja, der hat noch was von den TP-Punkten übrig, aber jetzt wäre das ab und jetzt kann er nichts mehr abwehren. Wir können den S-Rang schaffen. Hier, komm schon. Nimm ihn den Ball ab. Du hast keine Chance. Weil der geht jetzt rein. Was anderes kann ich nicht erwarten tun. Mir vorstellen. Was? Der hat noch was? Ja, jetzt nichts mehr, aber mal schauen. Geh rein, jawoll. Jawoll, das will ich sehen. Und jetzt mache ich es doch ein bisschen klüger. Klüger. Naja. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was passiert, wenn man die zwei Spiele verbindet. Aber, meine Kinder, warum seid ihr meine Kinder? Achso, der hat eh nichts mehr. Ich hätte gedacht, der da hat jetzt noch einen Kampfgeist übrig, also brauchen wir das nicht. So, du dahin. Wir brauchen dich dann zum Abpassen, weil du musst mit Ballista Bambababa schießen. Und dann sind alle happy und es steht 5:0 und wir haben den S-Rang für dieses Match. Und das wollen wir denn haben.
Was wollen wir denn haben? Das schaut jetzt nicht so gut aus. Oder doch nicht, nein? Nee, nee, nee. Los, nimm den Ball ab. Wo bist du? Ah, da bist du. Warum liegt die da oder sitzt die so auf dem Boden herum? Naja, wer wille, wer wolle. Was? Wer wille, wer wolle. Das neue, keine Ahnung. Naja, man muss halt die zwei Spiele. Dings bumsen. Ja. Nein, tut das nicht. Bumst nicht die Spiele. Das ist ungesund. Was? Keine Ahnung. Ja, Stift verloren, oh mein Gott! Getroffen. Jawohl, 15-0, wir haben den S-Rang. Und jetzt riskiere ich nichts mehr. Okay, jetzt kann ich endlich ansprechen, was dann passiert. Zwei Touren werden freigeschalten, das weiß ich. Vielleicht mehr. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Dass. Wie heißt's denn? Maddie? Die in der Raimon steht, also im Fußballstadion von der Raimon. Warum verlierst du einfach so den Ball? Was soll denn das? Zur Sicherheit. Ja, hallo, ich hab was gedrückt. Das Spiel. Oh, nee, du darfst keinen Kampfgeist benutzen. Weil ich hab da jetzt, man hat es auch gehört, dahin gemasht. Was ist das für ein Wort? Naja, hingedrückt auf dieses Zeichen für den Kampfgeist. Oh, jetzt ist unentschieden. Aber nee, das Spiel wollte nicht. Nee. So, jetzt lass mich endlich Kampfgeister einsetzen, du blödes Spiel. Naja, komm schon, Zirkel X. Ja, zwei Touren kann man freischalten. Und bei der Maddie, ich weiß nicht, heißt die so, Maddie? Die eine da. Ja, jetzt kennt ihr euch aus. Naja, egal. Bei der komme ich nicht mehr weit. Naja, jetzt habe ich länger nicht mehr hingesehen. Vielleicht kann man erst, wenn man die restlichen Touren hinter sich hat, erfolgreich abgeschlossen hat, vielleicht kann man da erst weiter. Aber nach drei Matches geht es einfach nicht mehr weiter. Dann muss ich auch mal wieder nachsehen, wie es da wirklich aussieht. 6-0. Das gefällt mir. Und ja, vielleicht. Aber ich glaube, es sind zwei andere Fußballtouren, die freigeschalten werden und nicht diese. Ja, das passiert. Und dann eben noch beim Sanktum. Da ging ja noch so ein Weg. Ja, schaut euch den Part an. Ich glaube, das war eh der nach dem Together, wo da Moritz dabei war, der Part. Da ging es halt nicht mehr weiter. Zu gefährlich oder sowas ist gestanden. Da kann man erst hin, wenn man mit Schatten verbindet. Also mit deiner. Ja, mit dem Spiel Schatten. Natürlich. Und ja. Das könnte doch noch etwas dauern, bis das passiert. Ich weiß eben nicht, wie das dann abläuft, ob man da wirklich irgendein Typ hier neben sich haben muss mit dem Spiel oder ob das auch über Wi-Fi geht oder sowas. Aber egal, das ist sowieso, was ich ansprechen wollte, nämlich Chaos. Mann, warum habe ich kein Item bekommen? Wir haben eh so dominiert, yeah! Ich wollte auch ein bisschen umstellen bei der Mannschaft. Was war das? Keine Ahnung. Wen können wir raus tun? Einmal dich. Ja, Erwin, der bleibt für immer drinnen. tun wir dich mal rein, oder? Ich weiß nicht. Ja, einfach so vor der Lols. Und... Ah, so eine schöne Musik. Ja, Frauenpower. Sollen wir Jade drinnen lassen? Mir hat aber Fletch Blitzen sehr gut gefallen. Aber auch... Nee, dann eher Jade raus. Und ja, das ist die Aufstellung für das nächste Team. Wie gesagt, ich möchte den unteren Strang fertig haben. Und dunkle Engel. Ah, wie heißt denn die? Lost Angel, glaube ich. Die Spezialattacke von Victors Kampfgeist im Anime. Von Kiosuke. So heißt er doch. Oh, wer wartet da auf uns?
Ihr sagt mir hier nix. Naja, ein, zwei Spieler sagen mir was. Aber wie gesagt, einfach mal so... das sind mehrere Leute. Der hat aber Annahme. Der hat Annahme. Das wird doch etwas gefährlich. Naja, gefährlich. Mal sehen, wie die Stürmer ausschauen. Ein cooler und einsamer Wolf. Cooler de Vil. Nein. Schaut blöd aus. Ja, manche schauen wirklich blöd aus. Naja, was wollte ich denn ansprechen? Naja, die haben... Die sind von der Wert... Von der Werte. Was? Blutwurst? Was für Blutwurst? Was? Blutwurst? Lieblingsessen? Ach so, Lieblingsessen. Ich hab gedacht, Rache und Blutwurst, was hat das damit zu tun? Naja. Und... Ja... Ich könnte mir das auch durchlesen, aber... Nee. Aber nee, das mache ich irgendwann anderes Mal. Wie gesagt, falls ihr das wirklich sehen wollt, dann mache ich's. Aber mir kann es eigentlich egal sein, weil ich kann es jederzeit nachholen. Und ja, was wollte ich ansprechen? Ach ja, Schatten. Ich habe mir schon letzte Woche Schatten bestellt. Den Dutch-Spiel. Warum verlierst du den Zweikampf? Wie kann denn das sein? Naja, ich habe mir den Schattenteil gekauft auf Amazon. Und es steht, Donnerstag sollte es doch kommen. Ist das nicht, wann dieser Part rauskommt? In 2 Tagen? Heute ist Dienstag? Ist heute Dienstag? Ja. Heute ist Dienstag und ja. Also wenn dieser Part rauskommt, sollte es doch dann da sein. Dort spielen. Naja. Weil, mal schauen. Vielleicht kommt schon in der Früh. Aber egal. An diesem Tag. Und komm schon, Gato, Yato, Mato, Sato, Tato. Jetzt, ich habe jetzt keinen Kampfgeist, außer dich, da Berserker. Komm schon. Jetzt wollte ich Juno sagen. Komm schon. Attacke! Sturmrammel, ramm ihn. Naja, du verlierst. Ist das nicht Soulchen? Nein. Ist das nicht Soulchen? Was ist jetzt passiert? Hä? Achso. Ich wollte sagen, der Kampfgeist von dem Gegner. Aber das ist nicht der von Souls. Und ja, gut, dass wir da hinten jetzt nicht Juno, sondern Gabi reingestellt haben. Wer kriegt jetzt einen Kampfgeist? Okay, nur mal die Stürmer. Schon wieder Poseidon-Viech. Poseidon-Viech. Ein shiny Poseidon war das. Komm schon, rein mit dir! Und ja. Den Schatten habe ich mir schon bestellt. Mit Schatten habe ich auch Striker für die Wii bestellt. Und heute, also Dienstag, 8.11., habe ich so gesehen einen Großeinkauf gemacht. Was Inazuma Eleven betrifft. Den ersten Teil. Und das ist ja bei Inazuma Eleven ähnlich wie bei Pokémon, dass da so Doppeleditionen rauskommen. Oft sehen wir jetzt Lichtschatten und eigentlich du, ich brauche dich, Mist. Du renn darüber. Du renn darüber, tu es für mich. Okay, komm schon, du schaffst das. Du schaffst das, ich glaube an dich. Oh mein Gott, warum verlierst du den Zweikampf? Ah! Ja, und ich habe mir den zweiten Inazuma-Teil geholt. Inazuma 11. Nicht Go, sondern Inazuma 11. Also wirklich die ersten. Oder ist das das erste? Komm schon, Erwin, du stehst neben ihn. Du stehst neben ihn. Naja, halt Inazuma 11 für DDS. Dann den Zweierteil. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ist das nicht irgendwie so irgendwas mit Feuer und... Ja, Feuer hat es nicht im Titel, aber irgendwas mit Feuer und Eis hat es zu tun. Und dann den dritten Teil. Ist der schon für den 3DS? Ich weiß nicht, aber da gibt es beim dritten Teil 3 Editionen. Ich habe mir halt die Doppeleditionen mal... Warum habe ich abgepasst? mal geholt. Ja, gut gemacht. So, rein. Ja, ich wollte eigentlich Amy reinschicken, also die linke da drüben. Aber nee, das Spiel hat ich gedacht. Nee.
Aber das schaut nicht einmal so gut aus mit dem S-Rang. Aber wir geben nicht auf. Komm schon, Blitzen, zeig, wie schnell du bist. Jawohl, das will ich sehen. Ja, es gibt halt einen dritten Teil. Also nicht nur eine Doppeledition, sondern, ja, ihr habt es schon verstanden, gell? Und den habe ich mir noch nicht bestellt, weil ich keine Ahnung, ob, wenn das wirklich... Naja, mal schauen. Es reicht mal, dass ich... warum tust du sowas? Naja, es reicht mal, ich habe den ersten, dann den zweiten Teil die Doppeleditionen gekauft und vom dritten Teil die Doppeleditionen. Und wie es danach ausschaut, ich glaube, kam... Naja, da muss ich mal schauen, aber das reicht mal. Und was ich ansprechen wollte, ist... Meine Kinder. Ja, das. Moment, ich muss mich konzentrieren. Komm schon, Kaiserlein. Okay, rein. Jawohl, komm schon. Schaffen wir es. Flugfischfinale, Gedöns, irgendwas. Nee, das schaut nicht gut aus. Nee. Weil ich glaube, ein Verteidiger, mindestens ein Verteidiger da hinten, der hat noch sowas zum Abschwächen, oder? Ja. Oder kommt so ein Ups? Weil das kann auch mal daneben gehen. Weiß ich auch. Geblockt. Was tust du denn? Was war das jetzt für Weitergabe? Ach ja, heute spielt ja Österreich gegen Brasilien. Ah, da ist auch so ein Hype schon wieder. Immer dieses blöde Hypen. Ist zwar nur ein Freundschaftsspiel und ja, Brasilien. Aber ja. Mann, hört auf mit eurer Spezialtechnik-Gedöns. Da machen wir halt auch Luftballett-Gedöns. Mist. Das bringt sowieso nichts, glaube ich. Oder ich hab's... Ja, jetzt. Normalerweise geht das ja dann nicht mehr weiter, aber... Was? Da... Was hat sich das gebracht? Ich glaube, die werden dann schneller, die gegnerischen Spieler. Und... Ja, dann sind die Nee. Los. Na, oder kannst du aber nicht mehr... Nee. Jetzt habe ich das vergeudet, das Ding. Naja. Ja, ich kann es nicht mehr einsetzen. Toll. Toll. Ich muss dich auffrischen. Miss Michael Ballack. Ja, so heißt er. Aber nee, die 15-0, die schaffe ich nicht mehr. Ja. Und da wollte ich euch mal fragen, weil frühestens der nächste Teil, also wegen Inazuma Let's Plays gedöns. Ich habe jetzt geplant mit Alpha Saphir und Saphir, also die nächsten Monate, keine Ahnung wie lange das dauern wird, sagen wir 4 Monate, 4, 5, 6 Monate, die nächsten kommen die 2 Spiele dran. Was war das für Satz? Keine Ahnung. Und ja, also schaut in näherer Zukunft nicht so rosig aus mit Inazuma Let's Plays, aber ich merke auch, dass Inazuma gerade wirklich, also bei meinen Let's Plays wirklich am meisten Aufmerksamkeit bekommt, so gesehen von den Zuschauern, von den Zuschauerzahlen und von den Wiedergabezeitgedöns. Ist doch Inazuma 11 doch sehr weit vorne. Und das gefällt mir jetzt gerade nicht. Boah, der ist so schnell, dieser Flitzen. Naja, egal. Und da habe ich mir gedacht, falls ich mal schauen in den Ferien. Nichts versprochen oder sowas, nur mal so Ideen, was ich im Kopf habe. Nämlich. Ja, in den Ferien würde ich wahrscheinlich dann Zeit haben wegen Streamen. Dass ich mir das einmal ansehe. Und da muss ich sowieso mich näher beschäftigen damit. Weil ich habe schon eine gewisse Vorstellung, wie ich das streamen könnte. Also, wie ich streamen könnte. Nicht es, sondern wie. Och nee. Jetzt muss schon wieder Standby gehen. Naja. Aber ich habe halt eine Vorstellung, wie ich streamen könnte mit OBS. OBS! Einfach googeln, falls ihr das nicht kennt.
aber mit denen könnte man streamen. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich mit Layout streamen könnte, so gesehen. Also mit Hintergrund, so wie ihr es jetzt seht. Das möchte ich doch. Doch, ja. Also wenn ich streame, dann möchte ich das zumindest bei den 3D-Spielen doch machen. Kampfgeist-Munze, okay, okay, schön, schön, schön. Aber nicht so schön, dass wir nur 1-0 gewonnen haben. Okay. Los, Vertreter Raimund und das letzte Match. Team Ogre, da haben wir. Das ist der dritte Teil vom dritten Teil. Heißt also, irgendwas Angriff auf die Titanen. Nein, irgendwie Titanen. Nein, nicht Titanen, sondern Ogre irgendwas. Ja, ja, da erwarten uns lauter Schwecks. Und ja, mal schauen. Mal schauen. Okay, okay. Mal schauen. Wie oft möchte ich noch mal schauen sagen? Ja. Ja, nur kurz einmal durchschauen. Wir haben keine Ersatzbank tun. Warum macht ihr sowas? Zap, zap, zap. Was für eine tolle Beschreibung. ja. Zip, zip, zip. Was soll das? Dich kenne ich doch. Der schaut... Dem bin ich doch einmal begegnet. Oh mein Gott, wie schaust denn du aus? Stark, alles so kantig. Ogas Stärkster schlägt seine Gegner mit einem eiskaltem Lächeln. Ja. Wie schon Reddish. Ja, ja. Du schaust auch wie ein Reddish-Dingsbums aus. Und Jinxienkins. Mein Göttchen. Oh mein Göttchen. Oh mein Göttchen! Ja, toll, oder? Naja, habe ich den... Ich glaube, den Gunther habe ich vergessen. Naja, der schaut so aggro aus, den brauchen wir nicht. Puhuhu. Naja, wo sind wir jetzt? Das Stadion bekommt. Es kommt mir nicht bekannt vor. Naja, egal. Was ist denn der Tormann? Okay, okay, da kann man mit Feuer nichts machen. Naja, wenig machen. Kommt schon nach vorne. Warum rennst du nach hinten, Fletchlein? Und ja. Also wenn ich streame, dann möchte ich doch wissen, wie man mit Layouts oder sowas macht. Das, ja, muss ich mich auch alles informieren und auch herumtesten. Und ja, dann mal schauen, wann das der Fall sein wird, weil ich brauche da natürlich auch Zeit und so. Komm schon, Arionlein, Tenmalein, Tenma, 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 du holst dir den Ball. Und da habe ich mir halt überlegt, vielleicht, also weil es wirklich alles klappt und ich weiß, wie das geht und so, weil in der Summe 11 ohne, ja, nur mit einem Bildschirm, das ist nicht so schön, oder? Naja, egal. Habe ich mir halt gedacht, vielleicht... Warum haben die Verteidiger Kampfgeister? Das schaut schlecht aus. Aber eigentlich könnten wir... Also ich... ich... Oder heute noch? Keine Ahnung. Ich denke schon voraus und sage schon... Nee, 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 wir gewinnen das nicht. Also mit 15-0 oder sowas. Nee, nee, nee. Jetzt hat er... Naja, das muss ich halt alles ausnutzen mit Flugfisch, Finale, Gedöns, Gedöns, Dings. Und ja. Oh, das kann Ewigkeiten dauern. Wo ist unser Tenmalein? Hier ist er. Nimm ihn den Ball ab. Dankeschön. Wie weißt du, dass du gewinnen tust? Das weiß ich einfach, weil Tenmalein da ist. Habe ich nicht gesagt. Naja, unentschieden, aber ja, das ist genau das Gleiche. Ja, genau das Gleiche ist das. Ja. Warum ist sie im Weg jetzt? Oder eine Typi-Frau da, die mitgelaufen ist. Warum hast du einen Kampfgeist? Das schaut doch schlecht aus. Komm schön, komm schön. Und das erinnert mich gerade auch an... Jetzt rede einfach das andere mal an. Mit Dingsbums, ne? Jetzt geh halt raus. Da sieht ihr das. Die sind doof. Die sind doof. Ja, einfach mal vorbeilaufen. Mach schon, du schaffst das nicht. Egal. Red einfach das an jetzt. Da habe ich mir halt gedacht, dass ich da in der Summe 11 stream. Ich mache sowieso ein Infovideo.
wenn das wirklich mal eintritt, aber das, wie gesagt, das könnte dauern. Das gefällt mir jetzt nicht. Das gefällt mir nicht. Komm schon, Gabi, setz deinen Kampfgeist ein, der Kampfgeister tun. Wir brauchen dich jetzt. Wir müssen ihn den Ball abnehmen, sonst schaut schlecht aus. Und ja. Aber da weiß ich auch jetzt noch nicht wirklich, ob ich das machen soll. Ich möchte nicht passen. Nein, ich möchte nicht passen, wenn ich den Ball gewinne. Also so als Live-Let's Play, falls ihr euch da was vorstellen könnt. Und ja, das ist halt so ein Vorteil, da kann man dann als Zuschauer wirklich mit einbringen tun. Warum hast du jetzt nur noch so wenig Punkte? Naja, egal. Also wenn man beim Stream dabei ist, aber wenn man eben nicht dabei ist, dann hat man dann nicht mehr so viel Mitspracherecht gewöhnt wie bei einem normalen Let's Play. Zumindest bei mir so, weil ich nehme ja kaum was, ja kaum die letzten Monate, na Monate, letzten Wochen, Monate, nehme ich ja nicht mehr, nix mehr im Vorhinein auf. Und ja, das ist eben dann der Nachteil. Ich lade das zwar, wenn ich streame, lade ich das dann höchstwahrscheinlich dann auch auf YouTube hoch, den Stream. Vielleicht irgendwie verbessert, also dass ich irgendwie die Pausen oder so rausschneide. Und ja, naja, das weiß ich nicht, aber das, so hat man dann die Möglichkeit, doch in Inazuma 11 ein bisschen früher wieder, dass man wieder was sieht von Inazuma 11, das wollte ich eigentlich sagen. Nicht warten müssen bis frühestens Perl, also nach dem Höhenspielen, da fange ich mit Perl an, Pokémon Perl, und da könnte ich dann als zweites Let's Play wieder Inazuma 11 bringen, aber mal, ja, mal schauen, das könnte eben auch wieder etwas dauern, bis das dann der Fall sein wird, deswegen, wenn dann eher durch Streams das früher bringen in Inazuma 11. Aber ja, steht halt einmal fest, dass ich die anderen Spiele doch Let's Play möchte. Und ich habe mir schon gekauft, aber wenn, also wann ich die Let's Play, das steht noch in den Sternen. Ja. Hab ich lang gebraucht, um das anzusprechen. Ist das ein Wahnsinn? Aber 0-0, das schaut nicht so gut aus. Kommt schon, Leute. Wir müssen gewinnen. Ich glaube an euch. Ja, ja, Kometenkombo. Das muss ich alles dann wieder offscreen nachholen. Und ja, wir haben eh heute schon 3 Truhen geöffnet. Also gebt euch damit zufrieden, meine Kinder. Warum nenne ich euch immer meine Kinder? Das ist so. Ende. Ah, ja, was ist denn morgen? Mittwoch. Ich muss noch Matheübungen machen und sowas. Das ist immer so doof. Da muss man auch online abgeben, welche Nummern man macht. Meistens sind es immer 8 Nummern, die man pro Woche machen muss. Und da muss man halt online abgeben. Das und das und das habe ich gemacht. Und das habe ich das mal angesprochen, aber ich mogel da doch ein bisschen. Doch, ich habe das mal angesprochen, dass ich da doch etwas schummle und doch mehr ankreuze. Weil das steht dann die Note fest tun. Weil wenn man da wirklich, keine Ahnung, ich glaube 75%, wenn man da nichts, wenn man 75% der Aufgaben nicht macht, also ankreuzt, dann glaube ich, geht's nicht mehr aus mit einer positiven Note. Und das ist natürlich nicht so optimal, oder? Und deswegen kreuze ich immer mehr an und hoffe dann, ich komme nicht dran. Hoffentlich nimmt er mich nicht dran. Naja. Ja, ja, so herumpassen bringt euch dann auch nichts, wenn ihr es einfach nur nach vorne und nach hinten passt. Ja, da seht ihr das. Seht ihr das? Jetzt habt ihr schon so gut wie verloren. Jetzt hat Temmerlein das Temmerlein. Was? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Und das muss das 2-0 sein. Gut gemacht. Oder? Naja, mal schauen. Jetzt hat er zwar noch eine Zahltechnik, oder? Oder? Ja?
Na ja, komm schon, wir glauben an dich, geh rein. Du bist doof. Naja, also hoffen, dass ich nicht drankomme. Oder drankomme, was ich gemacht habe. Ja, was kann ja. Aber wir haben uns jetzt nicht so schlecht geschlagen. Ja, oder? Naja, es war doch ein bisschen knapp bei zwei Matches. Das ist 2x1:0, also falls das jetzt noch so bleibt. Und 1x6:0. Aber es ist Potenzial da, dass wir 6:0 gewinnen oder S-Rang verdienen tun. Das ist schon da. Und das ist jetzt so ungewohnt nach der letzten Tour. Wir haben schon die Hälfte hinter uns. Ja. Oh, das schaut nicht gut aus. Naja. Oh, Team Ogre-Anhänger. Und da kriegen wir. Wir haben nur 1:0 gewonnen. Lauter Ball-Dingsbums. Ball-Dingsbums. Nach dem Ballbesitz. Warum ist da dieser Ordner? Naja, warum ist dieser Ordner? Oh, ich muss wieder an den Entenpenis denken. Wo war ich denn schon wieder? Ich habe jetzt nur noch Entenpenis im Kopf. Oh, das schaut so komisch aus. Naja. Und ja, ich habe vergessen. Ja, beim nächsten Mal geht's halt mit dir da oben weiter. Mit extra Stars. Da, die letzten zwei Matches, die waren nicht gut. Aber egal. Aber egal. Jetzt mache ich zu Ende. Schau das Spiel Österreich gegen Brasilien an. Und gebt einen Tipp ab, obwohl es eigentlich keinen Sinn ergibt, weil das, wenn der Part rauskommt, das Match schon längst vorbei ist, aber egal. Ja. Und schön, immer schön vom Entenpenis träumen. Ciao, ciao. Ja.